Jasmin, erklär mir... Jasmin! Ja, Jasmin? Wer oder was gehört eigentlich zur... Excel... Kursive? Nein, Jasmin. Die Exekutive hat nichts mit... Echsen... oder Kühen... zu tun. Hä? Wieso das denn nicht? Die Exekutive gehört zu den drei Gewalten. Die Exekutive arbeitet auf allen drei Ebenen. Auf Gemeindeebene, auf Landesebene und auf Bundesebene. Zur Exekutive, auf Gemeindeebene, gehört beispielsweise das Ordnungsamt. Dein Fahrrad hat keine Beleuchtung. Du musst 20 Euro Bußgeld zahlen. Das Standesamt. Das Sozialamt, das Einwohnermeldeamt, das Gesundheitsamt und das Jugendamt. Zur Exekutive auf Landesebene gehört beispielsweise Landespolizei. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Sie sind verhaftet! Sie sind verhaftet! Das Schulamt. Und das Finanzamt. Zur Exekutive auf Landesebene gehört auch die Landesregierung, mit den Landesministern von einem Land und mit der Ministerpräsidentin von einem Land oder mit dem Ministerpräsidenten von einem Land. Zur Exekutive auf Bundesebene gehört zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit. Und die Familienkasse.
Das Bundesverwaltungsamt. Die Bundesbank. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir sind verhaftet, verhaftet. Und die Bundespolizei. Zur Exekutive. Auf Bundesebene gehört auch die Bundesregierung mit den Bundesministern und der Bundeskanzlerin oder mit dem Bundeskanzler bei einem Mann im Amt. Zur Exekutive gehört auch der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin bei einer Frau im Amt. Also welche Aufgaben hat die Exekutive jetzt genau? Die Exekutive führt Gesetze von der Legislative aus, Jasin. Die Ideen von der Legislative werden zum großen Teil von Ämtern und Behörden ausgeführt. Von der Kommunalverwaltung, der Landesverwaltung und der Bundesverwaltung. Und von den unterschiedlichen Ministerien. Die Exekutive arbeitet nicht theoretisch, sondern praktisch. Die Ämter und Behörden stellen Formulare für Anträge zur Verfügung. Sie erlassen Bescheide, also Verwaltungsentscheidungen. Sie zahlen Geld oder kassieren Geld. Sie verhaften Straftäter. Die Exekutive macht auch Verbesserungsvorschläge. Hä? Was denn für Verbesserungsvorschläge? Wenn ein Gesetz in der Praxis, das heißt praktisch, nicht so gut funktioniert, informieren die Ämter und Behörden die zuständigen Ministerien. Die Ministerien geben diese Verbesserungsvorschläge als neue Gesetzesideen weiter an die Politiker. Von einem Landesparlament oder von dem Bundesparlament. Die Parlamente können ein neues, besseres Gesetz verabschieden. Alles klar, Jasin?